Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder über Skype mit einigen Brüdern und Schwestern eingefunden, um die nächste Lesung, das ist bereits die achte, aus dem Buch Herrscher des Bösen, nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen, vorzulesen. Ein Buch, das initiell Stefan übersetzt hat, aber mehr wohl für seinen Privatgebrauch. Und seitdem ist Viktor mehr oder weniger in einen besonderen Stress verfallen, um diesem Buch den letzten Feinschliff zu geben, was so ungefähr ist wie von gib mir einen rohen Diamanten und ich gebe dir dann 10 fertige Brillanten. Also die Arbeit von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, schätze ich sehr, was er da die letzte Zeit geleistet hat. Wir sind, glaube ich, inklusive Kapitel 12 im Augenblick soweit schon mal durch mit dem Buch. Ganz tolle Vorbereitungsarbeit, also mein Dank nochmal an beide, Stefan, den initiellen Übersetzer, und Viktor, den Feinschleifer des Ganzen, der mich heute auch in dieser Lesung begleitet. Und deswegen möchte ich ganz herzlich jetzt mal eben kurz Viktor auch zu Wort kommen lassen, bevor wir im zweiten Kapitel die missionarische Adoption des Buches Herrscher des Bösen fortfahren werden. Herzlich willkommen, Viktor, oder wie wir in Hamburg eben sagen, moin moin, der Butsche, wie geht's dir denn? Ja, moin moin, mein Lünnjung. hallo und herzlich willkommen hier aus Hamburg. Danke, dass ich wieder dabei sein darf bei der Lesung, und auch vielen Dank für die anerkennenden und sehr herzlichen, warmen Worte von dir. In der Tat hat der Stefan aber auch schon wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit abgeliefert und ist ja auch noch weiter auch dabei, noch selbst auch noch zu schleifen. Und ja, wir drücken auf die Tube, damit die PDF auch, beziehungsweise das Buch auch dann schnellstmöglich veröffentlicht werden kann, damit auch dann eventuell die ein oder anderen auch während der Lesung dann auch separat dann auch in der PDF mitlesen können. Ich gehe mal davon aus, also mit der Veröffentlichung jetzt dieses Videos ist es auch echt nicht mehr allzu lange, bis wir dann, ja, alle gemeinsam in der PDF lesen können. Mit der Veröffentlichung sagst du, wir nehmen es gerade eben mal auf. Interessant ist, wir haben heute den 17. Februar und ich habe vor 2 Tagen, am Freitag, den ersten Teil hochgeladen auf dem Kanal Joggler66, dem Zweitkanal, wo das tägliche Seelenbrot ein ganzes Jahr lang erschienen ist. Und obwohl da nur knapp 300 Abonnementen auf dem Kanal sind, ist das Video in dieser kurzen Zeit bereits über 600 Mal angeschaut. Dafür schon mal meinen herzlichen Dank. Wann dieses hier jetzt erscheint, das jetzt der 8. Teil ist, das wird also wohl noch ein paar Wochen dauern. Und da könnte man beinahe sagen, Klopf auf Holz, es könnte klappen, dass in den 6 bis 8 Wochen, wenn dieses hier erscheint, dann auch tatsächlich das Buch bereits fertig ist und übersetzt veröffentlicht wird, und das wird dann auf meiner archive.org Seite erscheinen, die ja in jeder Beschreibungsbox dieser Videos verlinkt ist. Da kann man dann auf meine Bibliothek gehen und kann sich anschauen, was ich da alles veröffentlicht habe, und wenn da das Buch beisteht, dann kann man sich's runterladen. Ja, prima. Also, Viktor, dann schmeißen wir 2 Hamburger heute mal den Job hier, lesen das Buch Herrscher des Bösen, nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen, und fahren halt fort in dem zweiten Kapitel, um das eben noch zum Ende zu bringen, nachdem wir letztes Mal ja bereits gesehen hatten, wie das Christentum heidnisiert wurde und nicht das Heidentum christianisiert wurde, sondern das Christentum wurde heidnisiert. Ja? Deswegen sagt die römisch-katholische Kirche ja von sich selbst, dass sie das Christentum heutzutage darstellt, eben das heidnische Christentum. Hatten wir einen tollen Ausflug gemacht in das Buch von Ralph Woodrow von 1966, Babylon, Mysterien, Religion, auch ein Buch, was bei mir hoch auf der Agenda steht, um mal ganz in Deutsch zu lesen. Und jetzt fahren wir fort mit dem, was Tapasorsi in seinem Buch sagt, wo er spricht von heilige Ikonen von Apollo, wurden nun als Jesus identifiziert. Also mit anderen Worten, der Jesus, der von der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird, ist nicht der Jesus der Bibel. Und die Kreuze von Bacchus und Tammuz wurden als das offizielle Symbol der Kreuzigung Jesus akzeptiert. Antichrist Papst Leo I. verfügte, dass St. Petrus und St. Rom und St. Paulus, Romulus und Remus, als die bisherigen Schutzpatrone Roms ablösten. Heidnische Feste wurden ebenfalls christianisiert. Es wurde behauptet, dass am 25. Dezember, dem Geburtstag einer Vielzahl von Sonnengöttern, darunter auch Saturn, Jupiter, Tammuz, Bacchus, Osiris und Mithras, nun auch Jesus geboren sein sollte.
Und all diese Götter sind ein und derselbe Nimrod, der erste Sonnengott, und haben nichts mit Jesus zu tun. Und dass Jesus nicht im Winter geboren wurde, am 25. Dezember, geht deutlich aus der Bibel schon mal hervor, weil die Hüter der Schafe waren mit ihren Tieren nachts draußen. Und das sind sie nicht im eiskalten Dezemberwinter. Somit wurde das traditionelle Fest Saturnalia, die Jahreszeit der Betrunkenen, des ausgelassenen Feierns und des sich gegenseitigen Geschenkemachens zu Weihnachten. Und da kann man sich ja gerne mein Video mal anschauen, von Babylon nach Rom in der Serie über Weihnachten. Und außerdem müsste ich hier Seite 34 bis 37 von Babylon Mysterienreligion lesen. Ja, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal gemacht. Das habe ich nämlich jetzt nicht vorbereitet. Das waren die Seiten, die wir letztes Mal gelesen hatten. Also für diejenigen, die also jetzt auch nicht so bewandert sind, also der 25. Dezember ist ja allgemein bekannt als der Tag der Sonnenwende auch, ne? Daher auch dann wahrscheinlich diese, ja, Verehrung, ne? Es gibt vier interessante Tage. Es ist gut, dass du das mal eben anbringst, Viktor. Vielleicht können wir das mal ganz kurz einwerfen als Erklärung. Es gibt vier interessante sonnensystemrelatierte oder bezogene Tage, die auf dieser Erde von den Sonnenanbetern gefeiert werden. Das ist einmal die Wintersonnenwende, das ist der Tag, an dem die Sonne so gesagt von der südlichen auf die nördliche Hälfte wieder überwechselt. Das ist dann die Sommersonnenwende und das ist dann wieder der Tag, an dem die Sonne dann wieder von der nördlichen auf die südliche Halbkugel überwechselt. Vier verschiedene Tage und die haben alle im Grunde zu tun mit den Jahreszeiten. Es ist einmal der 25. Dezember, um mal gleich mit dem Wichtigsten anzufangen. Das ist der Tag der Winter-Sommer-Sonnenwende. Das ist der Tag, wenn nach dieser heidnischen Religion die Sonne jeden Tag einen Grad nach Süden wandert, am 22. Dezember nicht weiter wandert, sondern auf demselben Tag aufsteigt, wo sie am Tag davor untergegangen ist, am 23. und 24. Dezember dasselbe tut. Das heißt, die Sonne ist drei Tage tot. Sie steht nämlich drei Tage in derselben Stellung am Himmel wieder auf, wo sie untergegangen ist. Und erst am 25. Dezember geht sie wieder ein Grad nach Norden. Das setzt sie dann fort bis zum 21. März. Da haben wir dann den Frühlingsanfang. Ja, das ist dann die Periode, wenn die Sonne, so gesagt, von der südlichen Hälfte der Erde auf die nördliche Hälfte, den Äquator, überschreitet. Dann macht sie das noch drei Monate weiter, bis am 21. Juni wir die Sommersonnenwende haben. Dann ist sie am höchsten Punkt in der nördlichen Halbkugel angekommen. Dann geht sie wieder zurück nach Süden, überschreitet am 21. September den Äquator nach Süden, um dann am 21. Dezember zu sterben im Süden, am 22., 23., 24. Dezember an derselben Stelle wieder aufzustehen, drei Tage tot, am 25. den ersten Grad wieder nach Norden anzutreten und von daher wiederbelebt die Sonne ist. Und diese wiederbelebte Sonne wird ausgedrückt in der Anbetung des Sonnengottes, des ersten wichtigsten Sonnengottes Nimrod von Babylon und all seinen anderen Göttern in allen anderen heidnischen Religionen, sowohl im Heidentum, das wir aus Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom kennen, aber eben auch in vielen anderen Religionen, wie zum Beispiel im Mithraismus, wie zum Beispiel auch im Hinduismus und was weiß ich nicht, in all diesen anderen Sonnenreligionen. Überall haben sie da andere Götter für. In Indien mit dem Buddhismus und so weiter, überall dasselbe. Das waren meine kurzen Worte dazu. Ich weiß nicht, Viktor, ob du da noch was anfügen kannst, möchtest, willst? Ich denke, an sich eine gute Erklärung deinerseits, um ja das auch so ein bisschen den Zusammenhang zu erkennen und wie das natürlich auch diese Art dieser Anbetung missbraucht wird, sage ich mal, auch in der Art, wie es eigentlich Jesus Christus zugesteht, ne? Ja, das Problem mit dieser Sonnenanbetung ist natürlich, dass hier die Schöpfung vor dem Schöpfer angebetet wird. Sonnenanbetung an sich ist ja nur, dass man, oder nur würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, Sonnenanbetung an sich ist im Grunde, dass man die Schöpfung vor den Schöpfer stellt. Da gibt es Leute, die gehen in den Wald, umarmen Bäume und finden das ganz toll und beten Gaia an, die Mutter Erde, und auch wie wichtig doch die Natur ist, die unser Leben erhält. Nein, es ist Gott, der unser Leben erhält. Es ist Gott, der uns das Leben gibt. Es ist Gott, der uns das Leben nimmt. Es ist Gott, der alles Leben auf dieser Erde macht, weil Gott ist derjenige, der erquickt und der tötet, der Leben gibt und der tötet.
Er gibt Leben, nicht die Schöpfung. Die Schöpfung ist sein Werk und wir sind in seinem Werk, wachsen in seinem Werk auf und wir müssen nicht sein Werk anbeten, sondern wir müssen den anbeten, der das Werk gemacht hat. Und das ist der große Unterschied zwischen dieser Gaia-Bewegung, den New Agern, diesen ganzen falschen Religionen, die auch globale Erwärmung schreien überall auf der Welt und damit im Grunde zum Ausdruck bringen. Was will das denn sagen? Wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Was will das denn sagen, wenn die Leute behaupten, es gibt eine globale Erwärmung? Die Leute sagen in dem Moment, der Gott, der diese Erde geschaffen hat, ist zu dämlich, um dafür zu sorgen, dass die Menschen, die er auf dieser Erde leben lässt, auch zu versorgen. Das ist die ganze Agenda hinter dem hinter dieser globalen Erwärmung zum großen Teil. Man spricht Gott die Fähigkeit ab, für seine Schöpfung zu sorgen. Nein, wir müssen es besser machen. Unsere Taten sind so viel wichtiger als die Taten des Herrn. Wo habe ich denn das schon mal gehört? Römisch-katholische Kirche, ne? Wo man nur durch Werke zur Erlösung findet und nicht nur durch die Gnade Gottes. Ich hoffe, dass die Leute mal ein wenig ihre Synapsen im Gehirn spielen lassen und diesen Betrug erkennen können. Globale Erwärmung, wer dieser teuflischen Politik hinterherläuft, der verneint Gott. Der verleugnet Gott. Der verleugnet, dass Gott allmächtig, allwissend und allmächtig ist. Dass er alles kann und dass er alles vorsehen hat. Und dass er eine Erde schafft, auf der nicht so viele Menschen unterhalten werden können, wie unterhalten werden müssen. Guckt euch doch mal einige Statistiken an, meine lieben Brüder und Schwestern. Die 7 Milliarden Menschen, die zurzeit auf der Erde leben, die kriegt man alle in Australien unter. Da hat jeder genügend Platz, um seinen eigenen Boden zu bewirtschaften. Der Rest der Erde ist dann unbevölkert. So sieht das nämlich auf unserer Erde aus. Ach ja, könnte ich stundenlang drüber gehen. Gehen wir auch noch in die Evolutionsgeschichte rein. Ach, dann machen wir ja gar nicht mehr weiter mit der Buchlesung heute. Und das war ja die Absicht. Aber Sonnenanbetung führt zu Gaia-Anbetung, führt zur Umweltanbetung, Milieuanbetung, der Anbetung der Schöpfung anstatt der Anbetung und dem Ehregeben des Schöpfers. Viktor? Ja, ich denke, das spiegelt auch so ganz gut wider, dass der oder dieser allgemeine Trend ja sich selbst dann auch zum Gott erheben, in dem Augenblick, wo man meint, dass man auf solche Dinge Einfluss ausüben könnte, ne? Ja, weil Gott das nicht gut genug gemacht hat, machen wir es selber. Wie hat damals die Schlange im Garten Eden gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Ne? Das ist immer noch dieselbe alte Lüge. Schauen wir uns mal kurz die Skizzen an, die hier eingearbeitet sind. Auf der linken Seite finden wir die Skizze von Mithras. Von einer Steinschnitzerei. Mithras war Sol Invictus, das heißt die unbesiegbare Sonne. Ja, weil sie eben jedes Jahr nach den 3 Tagen Tod immer wieder aufsteht. Er war ein imperialer römischer Gott, der im 3. Jahrhundert unter dem konstantinischen Christentum den unter anderem christlichen Namen Jesus erhielt. Also im Laufe der Heidnisierung des Christentums hat hier der Sonnengott den Namen Jesus erhalten. Auf der rechten Abbildung sieht man eine zyprische Silberschale aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Mithras schlachtet den kosmischen Bullen. Man beachte übrigens die eigentümliche Haltung. Er wurde zu David, der den Löwen tötet. Nun, Bacchus, fährt der Autor fort und sagt, war in Frankreich unter seinem griechischen Namen Dionys bekannt. Oder, wie die Franzosen ihn auch nannten, Saint-Denis. Sein Festtag, das Festturn Dionysi, fand am letzten Oktobertag am Ende der Jahreszeit der Weinernte statt. Nach 2 Tagen wilden Feierns und Saufens fand ein weiteres Fest statt, das Festum Dionysi Eleutheri Rusticum, das Landfest des fröhlichen Dionysos. Das Papsttum brachte nun die Anbeter Dionysos geschickt
unter seine Kontrolle, indem es die Worte Dionysos, Bacchus, Eleuterei und Rusticum in Namen christlicher Märtyrer umwandelte. So wurde der 7. Oktober im liturgischen, also römisch-katholischen Kalender, im heiligen römisch-katholischen Kalender, als der Festtag von Sankt Bacchus der Märtyrer ausgewählt, während der 9. Oktober das Fest von Sankt Denis und seinen Gefährten Sankt Eleutere und Sankt Rustic eingetragen wurde, oder Saint Denis, Saint Eleutère und Saint Rustic. Der katholische Almanach von 1992 hält die Behauptung aufrecht, dass, Zitat, indem er den 9. Oktober als Festtag von Denis, Bischof von Paris und zwei seiner Gefährten, die von frühen Historikern als Rusticus, ein Priester, und Eleuterios, ein Diakon, der in der Nähe von Paris gemartert wurde, identifiziert. Denis gilt im Volksmund als der Apostel und Schutzpatron Frankreichs. Und jetzt mal eben etwas, das mir einfällt, der ich ja schon ein wenig der Ältere unter dieser Gruppe bin. Erinnert sich noch jemand an ein Lied aus den 70er Jahren von einer Debbie Harry, die damals in einer Gruppe spielt, die Blondie hieß und die mit ihrem Titel durchbrach, Denise, Denise? Wer kennt das noch? Wie doch solche Lieder doppelsinnige Bedeutung haben können, wenn man erstmal überhaupt versteht, wie hier der St. Denis angebetet wird. Und dass ausgerechnet eine amerikanische Sängerin diesen Namen dann noch so französisch ausspricht. Denis, Denis. Dieses lose Herumspielen mit der Wahrheit und der Heiligen Schrift, mit dem Ziel, alle Menschen unter die Herrschaft des römischen Pontifikats zu bringen, das, meine Lieben, ist die neue Weltordnung. Das Wiederherstellen der alten Weltordnung, damals bereits alle Menschen unter die Herrschaft des römischen Pontifikats zu bringen. Wir erinnern uns doch mal eben an die Bulle Unam Sanctam. Wie habe ich das genannt? Dictatus Papae Unam Sanctam ad absurdum. Papst Bonifaz VIII. 1302 in seiner Bulle, der sagt, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein? Dieses lose Herumspielen mit der Wahrheit und der Heiligen Schrift mit dem Ziel, alle Menschen unter die Herrschaft des römischen Pontifikats zu bringen, ist eine gängige Technik, die als missionarische Anpassung bekannt ist. Dies wird als die Anpassung der Mission an die kulturellen Anforderungen des Missionsobjekts definiert, so dass die päpstlichen Bedürfnisse sich in größtmöglicher Übereinstimmung mit bestehenden kulturellen und sozialen Mustern von Bewertungen und Handlungen befinden, um so unnötige und ernste Spannungen und eventuelle Fehlorganisationen zu vermeiden. Jetzt übertragt mal das, was hier vom Anfang der römisch-katholischen Kirche beschrieben ist, auf die heutige Zeit. Päpstliche Bedürfnisse in größtmöglicher Übereinstimmung mit bestehenden kulturellen und sozialen Mustern von Bewertungen und Handlungen zu bringen. Fällt es da an manchen vielleicht wie Schuppen von den Augen? Rom hat seine Mission so nahtlos an den amerikanischen Säkularismus angepasst, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika heute im Allgemeinen nicht als ein katholisches System betrachten. Dass dies jedoch der Fall ist, zeigen die Köpfe auf den Dienstplänen und Organigrammen der Regierung umso deutlicher. Der größte Stolperstein für die missionarische Anpassung war bisher die Heilige Schrift. Also weg damit! Das heißt, das Alte und das Neue Testament, auch allgemein bekannt als die Bibel. Wenn das der größte Stolperstein für die missionarische Anpassung ist, dann muss die weg, die Bibel. Beinahe genauso lange wie Rom der Sitz des Pontifex Maximus ist, gibt es eine seltsame Feindschaft zwischen den Päpsten und der Bibel, dessen Gläubige sich nach der Bibel und nicht nach dem Papst richten wollen. Und im nächsten Kapitel beginnen wir damit, genau diese Feindschaft genauer zu untersuchen.
Hast du, Viktor, vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu diesem zweiten Kapitel, die missionarische Anpassung? Nee, dann fahren wir fort. Rom gegen die Bibel. Papst Gregor der Neunte, der Gründer der Inquisition und Verfechter des Aristoteles, also der war nicht der Gründer der Inquisition, das war Innozenz der Dritte, und Verfechter des Aristoteles, exkommuniziert den heiligen römischen Kaiser Friedrich II. Verkehrt herum mit der Bibel hier dargestellt. Ja, das ist also eine Darstellung dieser Exkommunikation. Aber Gregor der Neunte war zwar ein wichtiger Papst während der Inquisition, aber nicht der Gründer. Das war bereits vorher, das war nämlich 1209 und Gregor war zwischen 1227 und 41 Papst. Aber das sind Kleinigkeiten. Wir kommen in das dritte Kapitel von Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Die Marginalisierung der Bibel. Denn wenn die Bibel im Wege steht, um den in den Köpfen der Leuten, der in, um in den Köpfen der Leute dafür zu sorgen, das päpstliche Gedankengut einzupflanzen, dann muss dieser Stolperstein aus dem Weg geräumt werden. Dafür muss die Bibel marginalisiert werden, dafür muss die Bibel verboten werden zu lesen, dafür muss die Bibel verfälscht werden und. In der Geschichte hatte jede herrschende Gesellschaft in irgendeiner Form eine heilige Schrift. Die heilige Schrift des kaiserlichen Roms waren die Prophezeiungen und rituellen Anweisungen zusammengefasst in den 10 sibyllischen Evangelien und in Virgils Aeneis. So, da habe ich dann mal etwas vorbereitet und da gehen wir dann gleich mal in die sibyllischen Evangelien hinein. Mal eben gucken, das hatte ich ja vorhin hier angedeutet, da machen wir das jetzt hier rein. Über die sibyllinischen Bücher findet man diesen Artikel hier in Wikipedia. Den gehe ich jetzt natürlich nicht durchlesen. Es ist nur kurz, um euch anzuzeigen, was man darin findet. Übrigens in Deutsch eine der kleinsten Darstellungen. Wenn man sich das Englische anguckt hier, das ist schon viel ausführlicher. Ja, aber so ist das nun mal. In Deutsch kriegt man immer ein wenig weniger. Also wer sich mit den sibyllinischen Evangelien beschäftigen will, der kann das hier gerne mal mitmachen. Und dann muss ich hier auch mal eben ein Bild raussuchen, das ich mir vorhin dafür vorbereitet habe, mit dem Stichwort Texte. Das kommt darin vor. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass er das hier auch findet, wenn er wieder aufwacht, der kleine Computer hier. Dieses hier war das Bild, was ich dafür vorbereitet hatte, über die sibyllinischen Texte. Also jede Gesellschaft hat in irgendeiner Form eine heilige Schrift. Jede heidnische Gesellschaft in der Geschichte. Warum? Weil der Mensch nicht ohne Gott kann. Aber der Mensch, der den Gott sucht, der wird ihn nicht finden, weil Gott ist derjenige, der den Menschen findet. Wenn der Mensch den Gott sucht, dann sucht er ihn immer in sich selber. Nach der Verleitung der Schlange in Genesis Kapitel 3, über die wir schon kurz gesprochen hatten. Dieses hier ist also ein Bild von den sibyllinischen Evangelien und daneben haben wir dann noch ein Bild vom Vergils Aeneid, das habe ich ja schon öfter mal gezeigt. Aber wollen wir eben schauen, und da was ich das hier finde, Vergil, hier ist das Bild. Vergils Aeneis habe ich während der Zusammenfassungslesung auch schon öfter gezeigt, ist auch schon in den Videos mit drin. Das sind also im Grunde die beiden Bilder der heiligen Schriften des kaiserlichen, ja, des päpstlichen Roms, mit anderen Worten. Das päpstliche Rom war aufgebaut auf den heiligen Schriften, die sich die sibyllischen Evangelien und Vergils Aeneid nennen. Der Aeneis impliziert, dass es die Pflicht eines jeden römischen Bürgers sei. Hört gut zu, ne? Weil wir sind ja alle römische Bürger nach Bonifaz dem 8. 1302, unam sanctam. Und der Aeneis impliziert, dass es die Pflicht eines jeden römischen Bürgers sei, seine Individualität zu Ehren Roms und des Pontifex Maximus zu opfern. Und zwar ganz nach dem Vorbild des Helden Aeneas, also der hier Aeneis geschrieben hat. Wir haben kein Recht auf Individualität, wir haben kein Recht auf unser eigenbestimmtes, selbstbestimmtes Leben. Wir haben nur das Recht, die Pflicht eines jeden römischen Bürgers
um unsere Individualität für den Pontifex Maximus zu opfern und für ihn zu leben. Die Sibyllinen, die sich an Jesajas viel älterer Prophezeiung von Jesu Christi anlehnen, prophezeiten, dass wenn Caesar Augustus seinen Onkel Julius als Pontifex Maximus ablöste, er die Welt als Prinz des Friedens und Sohn Gottes regieren würde. Also mit anderen Worten, Julius Caesar wird gemacht zu Jesus Christus. Augustus würde eine neue Weltordnung einleiten, wie er es dann auch tatsächlich tat. Die Sibyllinen wurden von den Priestern, die eine Regierungsfunktion innehatten, nehmen wir mal das Bild eben bei, so hochgeschätzt, dass sie als Teil der Verfassung betrachtet wurden. Ja, da kann man ja gleich mal drüber sinnieren. Die Amerikaner schreiben ja in ihren Dollarscheinen auch drauf, in God we trust. Welcher Gott ist das denn dann, wenn wir wissen, dass die Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika anscheinend aus Rom gekommen sind? Ne? Die gleichen Schriften wurden auch zum Teil in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika formuliert. Nachweislich die Mottos Annuit Coeptis und Novus Ordo Seclorum aus den Einis und den Sibyllinen entnommen und per Gesetz am 28. Juli 1782 in das große Siegel der Vereinigten Staaten integriert. Annuit Coeptis, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unter dem... Ich habe doch sicher den Dollar hier, dann zeige ich euch mal den Dollarschein. Ja. Also wenn du das so vorliest, Jörg, dann klingt das doch eigentlich im ersten Augenblick doch schon sehr offensichtlich, oder nicht? Ja, aber deswegen ist es ja für viele Leute immer noch nicht verständlich, auch wenn es offensichtlich ist. Ja? Hier, Annuit Coeptis und Novus Ordo Seclorum, Pyramide, allsehendes Auge, Adler und 13 Pfeile und 13 Ähren und Pluribus Unum aus vielen Eins und die ganzen Sterne mit dem satanischen Spiel und. Also, wenn man mit dem Dollar anfängt, ey Junges, da brauchen wir, wenn wir damit anfangen, da, das wird ewig sein. Und dann ist auch irgendwo ist hier noch eine kleine Eule versteckt. Muss ich mal eben sehen, ob ich die jetzt gerade eben finde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt finde, natürlich. Das ist, irgendwo haben sie hier in der Dollarnote eine kleine Eule versteckt. Ich weiß noch nicht, wo genau. Die ich glaube, diese Ausschweifung, weißt du, von diesen... ja, ich bin mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher mehr. Hier meinst du irgendwo, oder was? Dass sie da oben drauf sitzt irgendwo. Nee, jetzt... Ich sehe sie jetzt hier nicht. Ich weiß, dass sie irgendwo drin ist. Es ist ganz klein, ganz versteckt. Die böhmische Eule. Ja? Bohemian Owl. Ja? Die wir ja kennen vom Bohemian Club. Die Eule, das weise Tier, das in der Dunkelheit sehen kann. Ne? Ich weiß, ich finde es jetzt wahrscheinlich zu klein, dass ich das jetzt hier oben sehen würde. Oben im oberen rechten Rand der Dollarrückseite ist eine Referenz zu der Minerva, so viel ich weiß. Meinst du hier jetzt oben rechts? Oder nee, oben du? Rechts, ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, aber ganz, ganz oben rechts oberhalb des Siegels, da, ja, wo O1 steht, irgendwo da in der Ecke versteckt sie sich. Ja, dachte ich auch, aber. Ja, aber wie gesagt, ist eine Reminiszenz an die Minerva, die Göttin der Weisheit. Mhm. Ich finde es jetzt nicht, aber ist auch wurscht. Also da wollen wir jetzt auch gar nicht allzu groß mit aufhalten, aber wir sehen ja ganz deutlich, dass das, was Tapasorsi in seinem Buch hier eben sagt, eben auch bildlich festgehalten ist, unter anderem selbst in der Währung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Motto Annuit Coeptis und Novus Ordo Seclorum. Da gehen wir übrigens in einem späteren Kapitel dieses Buches auch nochmal drauf ein. Wenn wir über das Siegel der Vereinigten Staaten sprechen, das ist, glaube ich, Kapitel 21, 22 ungefähr, also ziemlich zum Ende des Buches, da wird es nochmal sehr interessant in der Hinsicht. Die Sibyllinen und der Einis waren nur den Priestern und einigen wenigen besonders Privilegierten zugänglich. Bam! Habt ihr das verstanden? Nicht einschlafen hier, ne? Die Sibyllinen und der Einis, also die heiligen Schriften, auf denen das heidnische Raum gegründet war, waren nur den Priestern und einigen wenigen besonders privilegierten Personen zugänglich. Wie ist das noch heute mit der Bibel? Die römisch-katholische Kirche sagt, der normale Mensch darf die Bibel nicht lesen, der normale Mensch kann die Bibel nicht lesen, der normale Mensch ist zu dumm, die Bibel zu lesen, er ist zu dumm, die Bibel zu verstehen. Und im dunklen Zeitalter war diese Bibel nur den Priestern der römisch-katholischen Kirche und einigen wenigen besonders privilegierten Personen zugänglich. Oh, da sehe ich aber ein ganz schönes Gleichnis zwischen dem heidnischen Rom und dem päpstlichen Rom.
Die Menschen lernten ihre heiligen Inhalte nur durch das Wiederkäuen der priesterlichen Nacherzählungen. Wenn ich also am Sonntag in die Kirche gehe und mir da von einem Priester in Latein eine Messe halten lasse, dann erzählt er mir irgendeinen Quatsch, den ich nicht verifizieren kann, den ich nicht verstehen kann, und er wiederkäut mir nur das, was er bereits aus der Bibel oder sonstigen Schriften gelernt hat und was er mir lehren darf. Das Alte und Neue Testament wurden nach der offiziellen Erklärung des Christentums als Staatsreligion ebenfalls nur der exklusiven Obhut der Priester anvertraut. Über 1000 Jahre! Und im Einklang mit der römischen Tradition, mit der heidnischen Tradition, lernten die Menschen den heiligen Inhalt nur aus den Nacherzählungen der Priester. Dies geschah aus Sicherheitsgründen. Was erzählen Sie uns heute nicht alles, was aus Sicherheitsgründen passiert? Zum Erhalt des Heiligen Imperiums. Denn sollten die Menschen tatsächlich biblisches Wissen erlangen, oh Gott bewahre uns, dann hätten sie ja erkannt, dass Pontifex Maximus kein biblisch legitimierter Titel ist. Dann hätten sie ja erkannt, dass der Papst der Antichrist ist. Und mit diesem Wissen würden sie sich nicht weiter unter dessen Vorherrschaft beugen. Nein, dann würden sie ja tatsächlich aufwachen und erkennen, dass Jesus Christus der einzige rechtmäßige Herrscher über die Menschen ist und dass er unser König ist und dass wir in seinem Königreich leben. Das Imperium wäre also der Gefahr gelaufen zu kollabieren. Genau deswegen musste Paulus so sehr vorsichtig formulieren, als er im 2. Thessaloniker 2 zu den Leuten geredet hat. Wir erinnern uns, 2. Thessaloniker 2, Paulus sagt: Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Ich hab es euch gesagt. Aber ich kann es doch nicht so deutlich schreiben. Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält. Und das sagt er in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Simon der Zauberer hat schon in Rom seine heilige Kirche gegründet. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, nämlich der Cäsar des heidnischen Roms, erst aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Der, den der Herr verzehren und durch den Hauch seines Mundes in aller betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder. Das Imperium wäre also Gefahr gelaufen zu kollabieren. Paulus hat genau davor gewarnt. Und in Romanismus und die Reformation haben wir das Gebet der ersten Christen gelesen. Oder ich hab's gelesen, ihr habt's gehört. Womit die ersten Christen gebetet haben, um das heidnische Rom und die Cäsaren trotz aller Verfolgung am Leben zu erhalten. Weil sie wussten, wenn der erstmal aus dem Weg ist, dann ist zappenduster. Dann wird's wirklich schwarz. Und natürlich kam es so, weil Gott hat es vorhergesagt. Dann wurden Zeiten und Gesetze geändert, ne? Dann wurden Zeiten und Gesetze geändert, ja. Und so unterdrückte die römisch-monarchische Kirche gewaltsam das eigenständige und kritische Lesen der Bibel. Und nicht nur das, sie unterdrückte das eigenständige und kritische Denken. Deshalb ist auch das Jahrtausend zwischen Konstantin und Gutenberg als das dunkle Zeitalter bekannt. Nicht, weil sie damals keine Lampe anzünden konnten, wenn es dunkel war, sondern weil sie geistig verdunkelt waren. Es gab aber im ganzen Imperium verstreute, isolierte Gruppen von Christen, die die Schriften aus den Tagen der frühen Urkirche bewahrten. Die Bibel inspirierte jene, um eine fortwährende, persönliche Beziehung mit dem Schöpfer der Welt einzugehen. Rom missfiel es sehr, dass sie sich nach der Heiligen Schrift lebten und nicht nach dem, was der Papst lehrt. Ihre Versammlungen wuchsen bis zum 13. Jahrhundert so stark an, dass Papst Gregor der IX. Das unautorisierte Bibelstudium als Ketzerei erklärte
Da können wir unter anderem vorlesen in Peter de Rosas Buch Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy. Das Buch blende ich hier mal eben mit ein. Soweit ich weiß, ist das nur in Englisch verfügbar. Das kann man sich dann ja mal besorgen, wenn man Englisch lesen kann. Ein sehr interessantes Buch. Ich habe es halt selbst noch nicht gelesen. Vicars of Christ. Hier ist, glaube ich, ein besseres Buch. Ja, das ist größer, das kann man besser erkennen. Das ist von Peter de Rosa. Also, die Stellvertreter des Christus, die dunkle Seite des Papsttums. Papst Gregor IX. Erklärte das unautorisierte Bibelstudium als Ketzerei, das ist richtig, aber er ist, wie gesagt, nicht der Vater der Inquisition. Aber er ist einer der schlimmen Päpste, die die Inquisition durchgeführt haben. Das steht außer Frage. Er verfügte ferner, dieser Antichrist, dass es die Pflicht eines jeden Katholiken sei, die Ketzer erbarmungslos zu verfolgen. Um die Verfolgung möglichst effektiv zu betreiben, gründete Gregor IX. Die päpstliche Inquisition. Naja, er hat sie mitgegründet, mitinstalliert. Also wie gesagt, da lesen wir dann mal besser Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Die drei Bände, die ich da lesen werde, wo ich jetzt auch mit angefangen habe, das hochzuladen auf meinem Kanal, das sollten wir besser lesen, dann verstehen wir das mehr. Papst Gregor IX. War einer der Begründer der Inquisition, er war nicht der Begründer der Inquisition, weil die fing bereits Anfang des 13. Jahrhunderts an, mit 1209 in Toulouse. Und wie gesagt, Gregor IX. Hat ja erst in den 20er, 30er Jahren des 13. Jahrhunderts regiert. Aber trotzdem, ich will da gar nichts vorwegnehmen, was der Autor hier sagt. Es geht halt darum, um die Verfolgung möglichst effektiv zu betreiben, begründete Gregor IX. Die Inquisition mit und er verfolgte die Bibelleser als Ketzer hemmungslos und ohne Rücksicht. Die Inquisition behandelte die geringste Abweichung vom Gemeinschaftsleben als Beweis der unmittelbaren Gemeinschaft mit der Bibel oder Satan. So, nun fällt mir da nochmal wieder ein Kommentar ein. So bin ich nun mal in diesen Lesungen. Wer ein wenig die Nachrichten 2019 verfolgt, Nachrichten, die Neuigkeiten, der hat vielleicht schon mal gehört, dass es in China ein System gibt, wo die Leute mit ihrem Lebenswandel mit Punkten bewertet werden. Ich weiß nicht, Victor, ob du da jetzt ein wenig Kenntnis drüber hast, dass du mich jetzt in dem Kommentar, den ich hier nicht vorbereitet habe, unterstützen kannst. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo dieses erwähnt wurde, dass es da ein bestimmtes Sozialsystem gibt, also wie Facebook oder sowas, was wir hier überhaupt haben, an das jeder Chinese mehr oder weniger angeschlossen ist und da gibt es dann halt Punkte über die Dinge, wie man sich beträgt. Also wenn man zum Beispiel hier und da ein bisschen unfreundlich war oder hier und da eine Übertretung gemacht hat, bei Rot über die Ampel gefahren oder gelaufen oder irgendwie auf der Straße mal gespuckt hat oder geschimpft hat oder was, dann kriegt man irgendwelche Minuspunkte zugerechnet. Und wenn dein Konto aufgebraucht ist, dann wanderst du in den Knast. Ich weiß nicht, Victor, bist du mit der Geschichte auch ein bisschen bekannt, was ich hier erzähle, oder sagt dir das noch nichts? Ich kann ja mal einen kurzen Artikel vorlesen oder so die erste Hauptschlagzeile oder die darunter den Text. Ja, super, mach mal. China weist bald jedem Bürger einen Punktestand zu. Ja, warte mal, kannst du deinen Schirm teilen dazu? Oder? Ach so, ja, oh Gott. Das... Geht das? Oder kannst du mit den Artikel... Vorhin hat es ja nicht geklappt. Ey, ja, eben, deswegen frage ich. Also ansonsten mach mit den... Es scheint wieder nicht zu gehen. Dann mach mit den hier in den Chat rein und dann mache ich ihn hier auf. Dann kannst du ihn vorlesen und ich mache ihn hier auf. Dann können die Leute mitlesen. Ist ja interessant. Kleb ihn einfach den Link in die Chatbox des Videos hier. Ja. Ja, oder du kannst das ja auch vorlesen. Nee, mach mal. Na, dann zeige ich das in der Zwischenzeit. Kann ich mal 2 Minuten schweigen und ein bisschen Wasser trinken? Erzähl mal, warum sehe ich das jetzt hier nicht? Ja, du musst, glaube ich, du hast wieder so Adblock-Geschichten aktiviert. Ich sehe schon, ja, das ist natürlich jetzt wieder blöd. Sonst versuche ich doch mal kurz eine andere Quelle irgendwie aufzufinden. Probieren wir es mal hier. Firefox ist meistens ein bisschen zugänglicher. Nee, auch nicht? Doch, hier. Bitte deaktivieren Sie Ihren Netzblocker. Ja, pass auf. Ich lese es einmal nur kurz vor. Naja, ich muss das ja eben nur für diese Seite eben deaktivieren. Das ist jetzt ein FAZ-Artikel vom 30.11.2018. Darin heißt es, China weist bald jedem Bürger einen Punktestand zu.
je nachdem, ob er sich in den Augen der Regierung gut oder schlecht verhalten hat. Das Projekt ist der größte Versuch digitaler Sozialkontrolle aller Zeiten. Ja, und so weiter und so fort. Da gibt es dann irgendwie so ein Punktesystem, da haben sie dann nochmal so eine Grafik dazu gemacht und ja, Fehlverhalten führt zum Abstieg im sozialen Kreditsystem. Punkt Gewinne, Punkt Verlust. Ja, Punkt Gewinne. Ja, du siehst das jetzt auch, ja, wunderbar. Genau. Ja, siehst du doch hier im Schirm jetzt, ne? Oder nicht? Ja, genau. Ja, kann sich ja jeder selbst da mal sich ein Bild drüber machen. Also das ist genau das, was ich jetzt gerade eben erwähnt habe. Und das ist halt heute. Seine Eltern nicht regelmäßig besuchen. Oh, mein Sohn fällt aber. Oh mein Gott, wo wäre ich jetzt stehen, ey? So ein Punktestand. Ich glaube, ich wäre der Weltmeister wahrscheinlich. Gerüchte im Internet verbreiten. Oh mein Gott, was machen Sie mit Stunde der Wahrheit in China? Na gut, also das ist ja ein ganz interessanter Artikel. Ich mache meinen Adblocker jetzt mal wieder aus hier für die Seite. Kannst du ja nachher mal ein PDF von machen. Jetzt schicken, kann ich mir das in Ruhe angucken. Können wir vielleicht mal für eine extra Lesung gebrauchen. Aber jetzt mal im Ernst. In Online-Spielen betrügen. Die Inquisition behandelte die geringste Abweichung vom Gemeinschaftsleben als Beweis der unmittelbaren Gemeinschaft mit Bibel oder Satan. Was ist denn das, was wir in 2019 da in China sehen? Und heute, meine Lieben, sehen wir es in China und morgen sehen wir es hier. Das kommt alles hierher auch. Beide Fälle waren Sünden, die mit dem Tod geahndet und strengstens verfolgt wurden. Das wurde beschlossen am Konzil von Toulouse 1229. Betraten Inquisitoren eine Stadt, dann legten sie zuerst ihre päpstliche Beglaubigung den zivilen Behörden vor. Im Namen des Papstes, des selbsternannten Königs der Könige und Herr der Herren, wurde die Zusammenarbeit des Statthalters verlangt. Als nächstes wurden den örtlichen Priestern befohlen, eine Gemeindeversammlung einzuberufen, um die Predigt des Inquisitors gegen die Ketzerei zu vernehmen. Wir erinnern uns an die Filme von Martin Luther und die Auftritte von Tetzel. Darin ist genau dasselbe. Ketzerei wurde darin als alles das definiert, was dem Papsttum auch nur den geringsten Widerstand entgegensetzte. Da geht Stunde der Wahrheit. Der Predigt folgte eine kurze Gnadenfrist, um den Menschen die Gelegenheit zu geben, sich selbst anzuklagen. Das wird ihnen heute die Gelegenheit gegeben, wenn sie Steuern hinterziehen. Dann kommen sie straffrei davon. Diejenigen, die das hier taten, wurden normalerweise nur leicht bestraft. Später jedoch erhielten die Inquisitoren in ihren Unterkünften unbestätigte Anschuldigungen, die im Namen des Papstes die Anonymität der Informanten garantierten. So, ich muss jetzt nochmal eben ein anderes Bild raussuchen über die Inquisition. Da habe ich nämlich so ein Untersuchungstribunal. Da habe ich ein Foto von. Wollen wir eben sehen, bis er hier alle Fotos von der Inquisition geladen hat. Das ist schon der Keller hier. Ja, das ist schon während der Folter. Das ist schon zu viel, zu weit jetzt. Warte mal, wir haben das hier irgendwo. Da mal eben schauen. Ich habe hier so ein Inquisitionstribunal. Hier ist es. Ja. Das wollte ich euch inzwischen mal zeigen. Ja? Das ist so ein Inquisitionstribunal. Das ist noch das Offizielle. Später kommt man dann in die dunklen Kerker. Das Leben vieler Unschuldiger wurde zu dieser Zeit aufgrund falscher Anschuldigungen zerstört. Falscher Anschuldigungen. Man musste keine Beweise anbringen. Versteht ihr das? Habeas war das nicht Corpus. Auch so ähnlich mit Beginn des Buches, wo der Tapper Sorci das auch schildert? Wo ihm da auch was angekreidet wurde? Ja, er ist ja verfolgt worden wegen Steuerhinterziehung, die er nie begangen hat, aufgrund eines, er ist angeklagt und verurteilt eines Verbrechens, das es im Gesetzbuch gar nicht gibt. Da lesen wir in der Orientierung drüber, ja, an den Anfangsstellen dieses Buches, wo Tapper Sorci seinem jesuitischen Staatsanwalt bekannt gemacht wird, weil er ja angeklagt wird dieser Sache und ausgerechnet am Tag des heiligen Ignatius von Loyola sein Fall eröffnet wird vorm Gericht. Ja,
Das ist genau der Punkt. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, aufgrund falscher Anschuldigungen zerstört, jetzt lest euch mal den NDAA durch. Ich weiß ja nicht, wer von euch den NDAA kennt. Wer überhaupt weiß, was das ist. Weiß jetzt auch nicht, ob ich da ein Foto von habe. Aber der NDAA ist der National Defense Authorization Act, hier habe ich kein Foto von, der in Amerika veröffentlicht wurde und in Amerika inzwischen offenes, gültiges Gesetz ist, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und der den Habeas Corpus außer Kraft setzt. Mit anderen Worten, selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika muss man heute schon gar nicht mehr irgendwie einer Sache offiziell angeklagt werden. Man kann aufgrund dieses National Defense Authorization Acts auf offener Straße ergriffen werden, in ein Auto gezerrt werden, weggebracht werden und in irgendein internationales Gefängnis gebracht werden, wovon den meisten natürlich Guantanamo Bay bekannt ist, aber Guantanamo Bay in Kuba gibt es überall auf der Welt. Es gibt solche Gefängnisse in Polen und überall über die Welt verteilt. Und da kann man dann verrotten in der Zelle. Man lernt seinen Ankläger niemals kennen. Man weiß nie, wessen man angeklagt ist. Man darf sich auch nicht verteidigen. Genauso war es in der Inquisition. Und genauso ist es heute nach amerikanisch gültigem Gesetz mit dem NDAA, National Defense and Authorization Act. Erkundigt euch da mal. Die Zeiten kommen wieder. Das Leben vieler Unschuldiger, sagt Tapasorsi hier, wurde zu dieser Zeit aufgrund falscher Anschuldigungen zerstört. Das ist doch heute auch noch so. Ich meine, ich will den Mann jetzt ja gar nicht in Schutz nehmen. Aber diesen Strauß da vom International Military Fund vor einigen Jahren, den sie da kaputt gemacht haben. Ich sage auch gar nicht, dass sie da keinen Grund zu hatten. Aber viele seiner Anschuldigungen waren falsch. Die Frau, die behauptet hat, von ihm vergewaltigt gewesen zu sein, wurde dafür bezahlt. Aber sein Leben war zerstört. Ich will den jetzt gar nicht in den Schutz nehmen, weil das war sowieso ein, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, ein schlechter Mensch. Aber nur weil einer an sich schlecht ist, gibt es ja auch nicht anderen Leuten dann das Recht, noch schlechter mit dem umzugehen. Ja? Und deren ganzes Leben zu zerstören, den Job wegzunehmen, die Familie wegzunehmen, das ganze Geld wegzunehmen und so weiter und so weiter. Und das ist mit diesem Strauß damals da passiert. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt ja viele. Ja? Aufgrund falscher Anschuldigungen. Weil es zählen nur die Anschuldigungen, es zählen keine Beweise mehr. Wir leben in dem postreformatorischen Zeiten heutzutage, da zählen Fakten gar nicht mehr. Da ist es schon genügt, wenn man mit irgendeiner Sache angeklagt wird. Normalerweise leben wir in einem Rechtssystem, in dem man unschuldig ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Hier ist es so, dass man seine eigene Unschuld beweisen muss, aber keinen Anwalt bekommt, nicht weiß, weswegen man angeklagt ist, seine Schnauze zu halten hat. Ja, wie soll ich denn dann meine Unschuld beweisen? Das kann ich schon gar nicht mehr. Aber hier wird im Grunde das ganze Rechtssystem umgedreht. Wir sagen unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und die sagen schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Tja, so war es damals bei der Inquisition und so ist das heute auch vielfalls noch in der Gesellschaft, in der wir leben. Und es wird noch viel schlimmer. Ich sag's euch, es wird kommen. Es kommt alles wieder. Weil das, was sie hier machen, ist nach römisch-katholischem Recht. Und die Leute haben immer Angst vor der Scharia, vor den Moslems. Oh, die Scharia, so schlimm. Die Leute haben noch nie vom römisch-katholischen, kanonischen Gesetz gehört. Das ist noch viel schlimmer als die Scharia. Das Leben vieler Unschuldiger wurde zu dieser Zeit aufgrund falscher Anschuldigungen zerstört. Die Prozesse wurden willkürlich und geheim von Tribunalen geführt, die aus Inquisitoren, ihren Stäben und deren Zeugen bestanden. Die Gesichter der Zeugen waren allesamt unter Kapuzen versteckt. Den Angeklagten wurden die gegen sie erhobenen Anklagepunkte nie mitgeteilt. Und selbst das Nachfragen war verboten. Wie ist das in Deutschland, wenn ich Fragen zum Holocaust stelle? Ist doch verboten, ne? Der Holocaust ist offenkundig, ne? Keine Gegenzeugen oder gar eine Verteidigung waren erlaubt. Der Angeklagte hatte nur eine Möglichkeit, zu gestehen und zu sterben. Diejenigen, die sich geweigert hatten zu gestehen, als auch Zeugen, die eine Aussage verweigert haben, wurden der Folter übergeben. Jungen unter 14 Jahren und Mädchen unter 12 Jahren wurden verschont. Folter übergeben, das war auch hier
zwei Worte von machen. Siehst du das, Viktor? Kannst du es dir bemerken eben. Inquisitoren und Scharfrichter wurden durch päpstliche Erlässe angewiesen, keine Gnade zu zeigen. Und so wurde kein Freispruch jemals aufgezeichnet. Und das ist genau das, was Jesus Christus bereits gesagt hat, um mal eben auf die Bibel bezogen zurückzukommen. Jesus Christus hat gesagt, dass aus dem Gefängnis, das er errichten wird, der Antichrist, niemand herauskommen wird. Ich kann euch jetzt nicht den genauen Wortlaut in der Bibel sagen, das könnt ihr selbst nachschauen, aber das ist so von Jesus prophezeit worden. Jeder bis zum Ende verfolgte Fall endete mit dem Tod des Angeklagten und der Verwirkung seines Eigentums, wie in amerikanischen Verwirkungsfällen seit 1984 auch, da von der Annahme ausgegangen wurde, dass das Eigentum in Sünde erworben wurde. Manchmal wurde das Eigentum von Familienmitgliedern für kommende Generationen verwirkt. Der Großteil des Eigentums wurde von den Gerichtsschreibern und Henkern für deren Auslagen ausgezahlt. Die eine Hälfte des Rests ging an die päpstliche Schatzkammer, die andere Hälfte an die Inquisitoren. Obwohl der Papst und die Inquisitoren große persönliche Gewinne aus der Inquisition zogen, war der größte Profiteur immer noch das römisch-katholische System selbst. In einer Fußnote lesen wir hier, Pontifex Maximus hat den Namen der Inquisition sogar zweimal geändert. 1908 nannte Antichrist Papst Pius X. ihn das Heilige Amt, während Paul VI. Zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 in Kongregation für die Glaubenslehre umbenannte. Und dieser Name ist heute immer noch gültig und dieser Kongregation der Glaubenslehre saß Benedikt XVI., der wunderbare ehemalige deutsche Papst zwischen 2005 und 2013, 25 Jahre lang vor. 25 Jahre lang war dieser Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der Antichrist, der Vorsitzende der Glaubenskongregation der modernen Inquisition. Und ihr wollt mir erzählen, dass Papst Franziskus der erste Jesuit ist? Die Inquisition war am effektivsten gegen den einzelnen isolierten Wahrheitssucher in einer unwissenden Gemeinschaft. Übertragt das doch bitte mal auf die Gesellschaft, in der wir heute in 2019 leben. Je gebildeter die Gemeinschaften wurden, desto subtiler musste die Inquisition vorgehen. Was aber die Bildung in den Gemeinden vorantrieb, war die epidemisch zunehmende Bibelstudie, die durch die Erfindung des beweglichen Zeichensatzes von Johannes Gutenberg und damit verbundene Perfektionierung des Buchdrucks möglich wurde. Tja, und da sind wir schon am Ende dieses dritten Kapitels angelangt, die Marginalisierung der Bibel, und werden das wohl nächstes Mal im Kapitel 4 dann fortsetzen. Hier haben wir noch einmal ein Bild von Karl von Habsburg, der König von Spanien und heiliger römischer Imperator, vertraut sich Papst Clemens VII. Giulio de' Medici an. Er wurde beauftragt, Überläufer zum Protestantismus zu stoppen. Also mit anderen Worten, die Inquisition da einzuführen. Dann werden wir nächstes Mal in Kapitel 4 die Medici-Lehrmethode fortfahren. Da werde ich heute nicht mehr mit anfangen, auch wenn wir ein wenig unter einer Stunde sind, aber das sind ja nur ein paar Minuten. Aber wir werden nächstes Mal frisch, fromm, fröhlich, frei mit Kapitel 4 in Herrscher des Bösen fortfahren. Und ich möchte euch jetzt schon bereits ankündigen, dass in der Zukunft wir auch noch einen extra Artikel lesen werden, das Directorium Inquisitorum. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht bei, sehe ich gerade. Das müsste ich mir dann irgendwo noch mal extra besorgen. Das habe ich damals in der Zusammenfassung von Herrscher des Bösen bereits durchgelesen. Das kommt aber, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in einem späteren Teil dieser Buchlesung noch dran. Dass das selbst in dem Buch hier selbst abgedruckt ist. Es ist aber ein späteres Kapitel, nicht dieses, obwohl das hier jetzt schon beinahe passen würde. Aber ich denke, dass wir ganz gut begriffen haben, dass Geschichte sich wiederholt.
und dass derjenige, der die Geschichte nicht kennt, dazu verteufelt und verurteilt ist, die Geschichte zu wiederholen, eben weil er sie nicht kennt. Und für ihn erscheint das alles neu. Aber im Grunde ist es genau wie in der Bibel in den Sprüchen geschrieben steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist jetzt frei übersetzt aus der Bibel, frei zitiert aus der Bibel. Es steht da in anderen Worten, aber sinngemäß ist es das. Es war alles schon einmal da und die Inquisition aus dem dunklen Zeitalter, angefangen im 13. Jahrhundert, kommt wieder. Sie muss wiederkommen, alleine schon deswegen, weil ein gewisser David Spengler damals vor der UN bereits gesagt hatte, dass niemand dem neuen Zeitalter der neuen Weltordnung zutreten wird, außer er leistet einen Eid an Luzifer. Tja, da können wir dann auch ein anderes Mal drüber sprechen. Ich für meinen Teil halte meinen Beitrag für die Lesung für heute für geliefert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ich hoffe, dass ihr in der Lage seid, eure eigenen Nachforschungen anzustellen, zu bestätigen, was ich ihr heute erzählt habe. Und ich fand es wunderbar von Bruder Viktor, diesen Artikel von China da eben kurz mit reinzubringen, dass wir ganz deutlich mal eben gezeigt haben, dass das, was damals auf die eine Weise funktioniert hatte, heute, zumindest im Augenblick in China, auf diese Weise so funktioniert. Und wie heißt das so schön? First we take New York, then we take Berlin, oder first we take Manhattan and then we take Berlin or something like that. Ja? Erst nehmen wir das und dann holen wir das. Manhattan haben sie sich geholt am 11. September 2001. Danach kommen sie nach Deutschland. Danach kommt die Inquisition in das Herz des Protestantismus in Deutschland. Und dann geht hier derselbe Mist wieder los, wie vor einigen hundert Jahren schon wieder, weil die Leute immer noch nicht gelernt haben und kein Geschichtsverständnis haben. Dafür genau sind diese Lesungen, um den Leuten zu helfen. Um euch zu helfen, zu verstehen und zu begreifen, dass wir aus all diesen ganzen Dilemmas nur eine einzige Lehre ziehen können. Jesus ist derjenige, der uns helfen kann. Jesus ist derjenige, der uns frei machen kann von diesem römischen Joch. Jesus ist derjenige, zu dem wir uns immer wenden können und der uns immer erhören wird und der uns immer helfen wird. Und so schlimm, wie es auf dieser Welt auch materialistisch für uns sein wird, geistig finden wir unsere Erlösung nur in Jesus Christus und nur in ihm und in seinem Wort, in der Bibel. Von daher schließe ich mit meinen Worten und gebe dann den restlichen Kommentar an Bruder Viktor. Lest eure Bibel. Maranatha. Ja, vielen Dank, lieber Jörg, für deine noch abschließenden Worte und auch für die Lesung an sich. Jetzt hast du ja wirklich mit deinen letzten Worten abgeschlossen. Jetzt fühle ich mich ja hier schon fast so ganz nackig. Und, nein, ich habe für mich abgeschlossen. Also, du darfst jetzt deinen Abschluss machen. Alles klar. Nee. Ich denke, der Punkt, den du auch jetzt zu Ende gemacht hast, der ist doch mal ganz wichtig, auch die Motivation ja auch überhaupt für uns auch jetzt, sage ich mal, noch hinzusetzen und auch dieses Papier so weit dann zu bearbeiten und jetzt auch vorzutragen. Es gibt gleich, glaube ich, oder es kann keiner einen plausiblen Grund anführen, warum sich eben auch der Punkt in der Geschichte sich nicht wiederholen wird. Also die Inquisition meine ich jetzt. Ich selbst habe auch schon so ein bisschen, sage ich mal, damit auch schon so ein bisschen zu spüren bekommen, oder jeder vielleicht auch an sich kann das irgendwo nachvollziehen, ob das jetzt was mit dem Beruf oder den allgemein mit der wirtschaftlichen eigenen Situation zu tun hat. Also ich kenne es selbst jetzt auch, ich bin mal in den Genuss gekommen, was zu erben, und dann ist es auf jeden Fall auch so, dass dann plötzlich sich ich sag mal, Löcher auftun, von denen man vorher gar nicht wusste, dass da dann auch noch irgendwie das Erbgut da drin versickern kann. Und sicherlich ist es heute nicht so, dass derjenige, der dann ablebt, noch seine letzte Ölung bekommt. Das ist wohl eher die Ausnahme als die Regel. Aber es wird dann halt auf einem säkularen Weg, nenne ich das jetzt mal, dann vollzogen. Und sicherlich, so wie jetzt dann du auch in Zukunft das in den Lesungen von Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wie du das dann vortragen wirst, wird sich das sicherlich so nicht eins zu eins vollziehen, aber auf eine Art und Weise, dass am Ende der Zweck derselbe ist. Des Königs neue Kleider, ne? Ja, richtig. Und ich hoffe, dass, oder ich
drückt die Daumen, dass diese Information, dass diese Message, wie man ja auch sagt im Englischen, dass die angekommen ist oder dass die ankommt. Wir beten Und dafür, Viktor. wir Lass es uns beten, so einfach ja, sagen. Wir beten dafür. Ja? richtig. Und ja, wir bleiben am Ball, dass das auch weiterhin gut gelingt. Genau. Definitiv. Ja, dann sage ich auch nochmal an der Stelle, lasst euch nicht verleiten, auf teuflischen Treibsand euer Leben aufzubauen, sondern baut euer Leben auf dem einzig wahren Fundament auf, was die Bibel ist. Und ja, lernt euren Schöpfer und dann unseren Herrscher kennen, das ist nämlich Jesus Christus. Und ja, damit möchte ich diese Lesung abschließen. Sag dann an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.